Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zur Europa Bulliversalis 3 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor, ich bin heute hier zusammen mit Perseus. Hallo Perseus. Hallo, ja, ich bin dann mal hier. Ja, Perseus ist heute mein Co-Moderator, der mir dann helfen wird, die ganzen Herrscher hier in den Channel zu schleppen, damit ich mit ihnen sprechen kann. Und die ersten beiden haben wir auch schon hier. Ich starte schon mal das Spiel. Die ersten beiden haben wir hier. Wir haben einmal die hessischen Berater in Kastilien. Und den Hallo. König von Schweden, richtig? Ja. Und es gibt Neuigkeiten aus Europa, beziehungsweise Spannungen in Europa, die ihr analysieren wollt. Ja, das ist ganz richtig. Und zwar sind wir besorgt über die Dominanz des Heiligen Römischen Reichs momentan in Europa und über die Erweiterung und Erweiterungspläne dieses Reiches. Ja, welche Pläne gibt es denn da, zu erweitern? Ich meine, wie es erweitert wurde, sehen wir hier gerade, aber wie soll es denn noch weiter erweitert werden? Nun, uns sind große Informationen bekannt, dass sich das Reich Richtung Polen, Litauen und wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit Russland weiter verschieben möchte. Also da haben Brandenburg und sowie Österreich Bestrebungen zu. Und die Champagne will sich in den Westen weiter ausbreiten, um französische Territorien zu beanspruchen. Und das gefällt weder Kastilien noch Schweden. Ich würde sagen, das kann ganz Resteuropa nicht gefallen, weil das eine absolute Konzentration von expansiver Macht ist. Und ein gewisses Balancing of Power wäre dann doch schon nicht verkehrt. Und wie stellt ihr euch das vor? Wie wollt ihr dagegen vorgehen? Ein quasi europäischen Kongress der Nicht-Reichsmitglieder, um gegebenenfalls Verteidigungsstrategien zu besprechen und sich gegenseitig abzusprechen. Das wären also dann der Papst, England, Russland und ja. Gut, ich glaube, den Papst sollten wir bei seiner Tollwut mal außen vor lassen. Der Papst hat Tollwut? Ja. Ja. Nun, auf den Papst sind wir natürlich als protestantische Führer auch nicht gut zu sprechen. Wie hat sich das mit der Tollwut, was ist da passiert? Ja, er hat sich in letzter Zeit etwas merkwürdig aufgeführt und spuckt gerne mal Gift und Galle und ist also wirklich eine Schande für jeden gläubigen Christen, da muss man noch nicht mal Katholik sein. So, es ist so aggressive Rhetorik aus dem Vatikanstadt. Sozusagen. Aber wäre das dann nicht gerade gut, einen Kriegstreiber zu haben? Für solche Ansprüche, die ihr habt? Ja, aber ihm fehlt ja nun auch noch ein bisschen die weltliche Macht dazu. Ja gut, das ist richtig, wenn ich das hier sehe. Die päpstliche Armee beläuft sich im Moment auf 2000 Soldaten. Das ist ein bisschen wenig. Das sehen wir auch so. Ja, auf und, jeden Fall. Die Konferenz, wann soll die stattfinden? Habt ihr da schon die Herrscher angesprochen? Wir waren schon im Vorfeld mit einigen Herrschern im Gespräch und wir werden das jetzt natürlich fortführen. Ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da auch auf dem Laufenden haltet. Da wären wir gern dabei bei der Konferenz. Das werden wir natürlich machen. Na gut, dann. Ansonsten gibt es noch Neuigkeiten aus Kastilien und Schweden? Ja, wir haben gerade eben Neapel integriert, erfolgreich. In unser Land. Und demnächst könnte es passieren, dass sich eine neue Nation gründet. Ah. Sobald wir hier so einen kleinen Friedensschluss gemacht haben. Gegen die Provence kämpft ihr gerade? Jetzt nicht mehr. Ah, und vasalisiert. Die Provence ist ein Vasall. Der Kastilianer. So ist es. Und wenn ihr kurz einen Blick auf die europäische Karte werfen wollt, dann wird jetzt Folgendes passieren. Puff. Neue Flagge, neue Farbe. So ist es. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Jetzt erwartet sehr viel administrative Arbeit auf mich. Ja, dann vielen Dank und viel Erfolg. Und Dankeschön. Schweden? Hat Schweden Pläne zur Umstrukturierung oder Kriegen oder Expansion oder irgendwas?
Ja, wir haben jetzt vor kurzem erst Norwegen unter unseren Schutz stellen können, natürlich ganz friedlich. Und wir werden uns es nicht nehmen lassen, dass diese dreisten Dänen behaupten, sie wären auch ein Center des Protestantismus. Das müssen wir ihnen natürlich abnehmen, das geht so nicht. Achso. Und werdet ihr dann auch weiter ins Heilige Römische Reich zu expandieren? Denn da sehen wir ja auch, dass sich der protestantische Glaube zumindest in Norddeutschland verbreitet hatte. Seht ihr da Ansprüche? Nun, wir sehen natürlich Ansprüche auf die Küstenlinie der Ostsee. Das ist natürlich unter schwedische Verwaltung stellbar. Da wollen wir momentan aber nicht so aggressiv handeln und erstmal abwarten, wie sich das mit den Flüchtlingswellen, die sich momentan aus dem südlichen Raum des Kaiserreichs nach Schweden strecken, ergibt und abwarten. Flüchtlingswellen? Was ist denn da los? Ja, nun, wie natürlich schon vor kurzem angesprochen wurde, der Papst ist momentan scheinbar nicht Herr seiner geistigen Lage und bereichert sich mit diesen Ablassbriefen am Volk. Und viele Bürger sehen dann natürlich, dass die Protestanten eine gute Alternative sind zu so einem Herren, der sich als geistliches Oberhaupt sieht, aber selber auf einem goldenen Stuhl sitzt. Na gut, dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf die Konferenz. Bitte lasst uns das wissen. Wenn es da losgeht, da sind wir gern dabei. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lebt wohl. So, dann eine Hintergrundinformation wurde uns noch zugespielt, die dann eher Asien betrifft, denn da scheint sich ein Konflikt zwischen Delhi und der Mandschurei abzuzeichnen, denn die Mandschurei hat Ladakh und Guge zu Tributstaaten gemacht und das gefällt Delhi nicht. Und auch so manch anderem, wie ich gehört habe. Ja, wem noch? Hormus auch nicht? Die Bengalen scheinen sich auch schon in die Richtung beschwert zu haben. Und zwischen Delhi und Karakulyunnu besteht ja auch schon seit längerem ein Bündnis. Ja, die fühlen sich wahrscheinlich bedroht durch die ziemlich starke Expansion der Mandschurei. Ich meine, sie haben ja in den letzten Jahren praktisch halb China erobert. Genau. Und außerdem das interessiert China. Neue Kapazitäten offen, nachdem die Timuriden vernichtet sind. Und da hat Delhi mitgeholfen? Ja, es kam zwischen uns zu einer Einigung mit Karakulyunnu, dass wir zufälligerweise zur selben Zeit den Timuriden den Krieg erklärt haben. Und jeder hat sich da einen jetzt. Da wurde auch die Grenzen wurden abgesprochen, oder wie? Ja, es gab ein Abkommen, dass ich als Hormus die Handelsregion Hormus beansprucht habe. Delhi wollte die Region Khorasan, die Provinzen der Timuriden daraus beanspruchen. Und Persien wollte sich in seiner, also Karakulyunnu, wollte sich in seiner Heimat Persien dort weiter ausbreiten. Wir haben festgestellt, dass wir uns damit nicht sonderlich in die Quere kommen und sind dann übereingekommen. Eine gute Idee wäre, den Timuriden spüren zu lassen, dass er sich nicht gerade Freunde gemacht hat. Ich sehe gerade, Delhi mischt sich hier schon mit Kondottieri ein, denn Guge und Ladakh sind untereinander im Krieg, die beiden Tributstaaten, die wir vorhin angesprochen haben. Und Delhi hilft anscheinend Guge, um Ladakh zu besiegen. Ich kenne die Flaggen hier nicht so gut in Indien. Ne?
Ja, und was gibt's ansonsten in Hormus für Ambitionen oder Ziele, abgesehen jetzt vom Timuridenreich? Ja, vor kurzem gab es ja wieder einen Wechsel auf dem Thron meines Herrschers. Die doch sehr alt gewordene Sultana Aisha, die erste, ist gestorben und jetzt regiert ihr Sohn Nain, der erste. Oh, ein grausamer Herrscher. Ja, es gab so viele in Hormus. Aber was soll man tun? Sie haben es trotzdem geschafft, Hormus zur Größe bisher zu führen. Der Handel floriert. Wir besitzen fast die komplette Kontrolle über den Handelsknotenpunkt in Hormus. Niemand mischt sich uns da rein und wir können uns die Gelder abzweigen, wie wir auch nur wollen. Und darüber hinaus habt ihr da keine Ambitionen? Wir wollen erstmal sehen, was es jetzt in der Nähe zu für Möglichkeiten gibt. Wir sind da recht offen. Wir stecken uns keine großartigen Ziele ein, auf die wir uns dann vernarren und besessen sind, diese unbedingt zu erreichen und dann dadurch eventuell untergehen könnten. Wir leben eher nach der Möglichkeit, die sich spontan ergeben kann. Gut. Ich schaue mal hier in die Mandschurei. Denn, ja, die Mandschurei ist zwar groß, aber technologisch eher ein bisschen rückständig. Das heißt, es könnte tatsächlich sehr interessant werden, wenn sich die Bengalen und Delhi und vielleicht auch noch Karakoyunlu dazu entschließen, die Mandschurei hier anzugreifen. Das könnte interessant werden. Ich schaue mir mal die Institutionkarte an. Ja, da fehlt natürlich noch der Kolonialismus. Der ist ja in Europa gestartet und ist natürlich noch nicht in Asien angekommen. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, wir haben ja die Hausregel aufgestellt, dass die Institution nicht sofort durch Ausbau von Provinzen erreicht werden dürfen, sondern dass sie sozusagen mehr oder weniger auf natürlichem Wege sich verbreiten müssen. Das heißt, es darf überhaupt erst an den Institutionen gearbeitet werden, wenn bereits drei Großmächte die Institution haben. Das bremst dann natürlich das ein bisschen aus und deswegen haben wir hier tatsächlich solche technologischen Unterschiede auch zwischen Asien und Europa und ja, Afrika ist ja auch. Na gut, ja, das sehe ich jetzt eine Provinz, die hat immerhin schon den Kolonialismus, aber das ist halt von Spanien. Dadurch kommt der Kolonialismus jetzt entsprechend auch nach Afrika. Aber zum Beispiel hier, wenn wir nach Asien gucken, hier ist weit, weit und breit noch nichts zu sehen vom Kolonialismus. Das heißt, wenn da nicht irgendwelche Kolonisatoren hin expandieren oder hier vielleicht durch Karakoyunlu das schnell wandert, dann wird das noch eine Weile dauern und entsprechend wird Asien da technologisch ein bisschen weiter zurückliegen. Unser Krieg mit den Timuriden ist dann auch schließlich zu einem Ende gekommen und wir haben einen großen Teil an der von ihrer Küste gefordert. Oh, da fahren ja Piraten bei euch rum. Sowas duldet ihr? Von Bahmanis. Ja, diese drei kleinen Schiffchen können unserer mächtigen Handelsflotte eh nichts entgegensetzen. Sie greifen höchstens mal Nachzügler auf und wir sind zum Schluss gekommen, für das, was sie erbeuten, ist der Unterhalt einer Flotte zur Jagd einfach nicht wert. 2% stehlen sie von eurem Gewinn. Na gut, das ist nicht wirklich viel. Das sind dann vielleicht nur 0,4 Dukate oder so. Kann man verschmerzen, da habt ihr recht. Na gut, ich schau mal hier, was noch für Kriege sind. Der Papst kämpft gegen Florenz. Er wird, das ist in Europa ist das ganz witzig. Wir haben einen Akteur, das ist hier Österreich, der dafür sorgt, dass immer wieder neue kleine Länder irgendwo auftauchen und andere Akteure, die dann natürlich die ganzen kleinen Länder versuchen wieder einzusammeln. So wie jetzt zum Beispiel der Papst.
Mutapa ist im Krieg mit dem Mamelukenreich. Aber wahrscheinlich nicht alleine, sondern zusammen mit jemandem. Mutapanische Erniedrigung des Mamelukenreichs. Da gehen sie aber, haben sie aber ganz schön. Wir sind ja, hoffen wir sich ihr eigenes Glück mit ihnen. Ja, das ist irgendwie ganz interessant hier. Also die mamelukische Armee belagert hier Mombasa. Und Mutapa, naja. Na gut, haben ja fast ebenbürtige Armeen, aber bin ich ja gespannt. Müssen wir dann mal ein Gespräch führen, wie es dazu gekommen ist. Ja, also der Herrscher aus Mutapa scheint sich seit geraumer Zeit mehrfach übernehmen zu wollen. Er hat auch schon mal uns gedroht, weil wir Besitzungen am Horn von Afrika halten. Wir haben das nur als leichtfertige Redereien abgetan, weil er ist jetzt nicht wirklich in der Nähe, um uns zu schaden. Und wenn, wir hätten Verbündete, die aushelfen. Das Witzige ist ja, Kongo hat seine Grenzen extrem erweitert, einfach dadurch, dass diese Ödlandprovinz hier, diese eine riesige zentralafrikanische Ödlandprovinz jetzt die Kongo-Farbe bekommen hat. Einfach genug angrenzende Provinzen zum Kongo gehören. Aber die Ödlandprovinz ist natürlich nichts wert. Sieht nur auf der Karte ein bisschen besser aus. Der Schriftzug ist jetzt größer. Na gut, was passiert denn noch? Brunei ist jetzt neu im Spiel, das kann man auch nochmal erwähnen. Mit Bane, wird von Bane gespielt hier. Wird wohl eher als Wirtschaftsnation hier gespielt, weniger kriegerisch. Passai hat ja seine Fühler ausgestreckt. Es ist auch sehr bunt hier geworden in Südostasien. Und Bane führt Krieg mit Luwe und Makassar. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich um die Handelsrechte in den Gewürzinseln. Da gibt es ja einiges an Geld zu holen. Frage ist, ob Brunei überhaupt in der Lage ist, das zu gewinnen. Aber im Moment scheint sich hier noch nicht viel zu bewegen. Karakoyunnu ist auch im Krieg gegen Mazandaran und Avaria. Avaria ist auch ein Land, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Überhaupt, also die ganzen kleinen Länder, die hier aufgeploppt sind auf der Weltkarte, die sind ganz, ist ganz interessant, was die Spieler da gemacht haben. Aber das ist hier, glaube ich, auch so ein Einsammeln nur. Russland ist auch im Krieg und hat eine Militärkoalition gegen sich. Was denn da passiert? Um Gottes Willen. Das ist ja irgendwie die halb Europa ist wütend auf Russland wegen ihrer schnellen Expansion. Aber die Koalition scheint sich klein zu halten. Bulgarien geht nicht, die Koalition, und Österreich anscheinend auch nicht. Brandenburg auch nicht. Dann eher die ganzen KI-Länder. Und naja, ob sich Russland da nicht übernommen hat. Schweden auch nicht, obwohl sie sehr viel aggressive Expansion sehen hier. Ach, das ist hier sogar schon der Krieg. Der ist jetzt gerade ausgebrochen. Ein Koalitionskrieg. Jetzt macht Bulgarien anscheinend auch mit. Oder ist zumindest in die Koalition mit eingetreten. Was hat denn Russland da gemacht, dass es so viel Gebiet erobert? Wahrscheinlich hier von Litauen oder was?
Champagne ist im Krieg mit Frankreich. Holt sich hier wahrscheinlich noch ein paar Stückchen vom Kuchen ab. Aber Frankreich wird hier gebeutelt, ist besetzt durch Burgund. Vorhin war es, glaube ich, England. Jetzt ist es Burgund und Champagne. Das heißt, von Frankreich wird nicht viel übrig bleiben. Das wird jetzt Stück für Stück eingesammelt. Und mit wem könnte man denn jetzt mal reden? Jetzt haben wir ja einen Überblick bekommen. Russland ist beschäftigt mit seiner Koalition. Brandenburg ist, sammelt hier auch Reste ein. Vielleicht können wir ja mal mit Brandenburg sprechen. Die sind ja immerhin Nachbarn von Russland. Vielleicht wissen die, was das da passiert ist. Vielleicht kannst du mal Innenstrategist holen. Bin schon unterwegs. Dann kann man vielleicht in Erfahrung bringen, was da bei Russland passiert ist. Estland hat sich ja vergrößert. Ist das... Ah, ist ein Vasall von Russland. Seid gegrüßt. Ja, seid gegrüßt. Ja, uns interessiert zwar einerseits euer Krieg gegen Polen und Litauen, wobei der, die Ziele da offensichtlich ist und wahrscheinlich der Sieger auch schon feststeht, aber vielleicht könnt ihr uns auch darüber hinaus noch sagen, was da mit Russland vorgefallen ist. Russland scheint ja halb Europa gegen sich aufgebracht zu haben. Ui. Achso, ist euch gar nicht aufgefallen. Dann danke, sind dass ihr uns darauf hingewiesen habt, dass die Russen schändliche Eroberer sind und wir ihnen die Koalition beitreten müssen. Ups. Also ihr wisst nicht, was Russland da erobert hat, dass Europa jetzt so wütend ist. Ja, das kann ich leider nicht beantworten. Aber dennoch sind sie Eroberer, das ist schon mal schlecht. Wir befreien natürlich die anderen Provinzen, nur wir führen keine Kriege. Ja, nein, das können wir euch leider nicht mitteilen, was da vorgefallen ist. Da müssen wir noch weitersuchen. Ansonsten, wie läuft's in Brandenburg? Was gibt's Neues? Gibt's vielleicht auch mal Mut, um gegen den Kaiser sich zu emanzipieren? Inwiefern müssen wir uns gegenüber dem Kaiser emanzipieren? Wir haben mit ihm schon eine Absprache getroffen, dass wenn wir das, dem Erbkaisertum zustimmen, wir demnächst ein König sein können. Also ein Königreich sein können. Und ihr seid immer noch nicht besorgt darüber, dass der dem Kaiser dabei zu viel Macht zukommt? Nein. Warum sollten wir das sein? Er gibt uns Provinzen und unterstützt uns und hat uns vor kurzem 700 Goldstücke geschenkt. Warum sollten wir da in irgendeiner Weise besorgt sein? Na gut. Ich frag ja nur. Ja, und in Russland sieht es jetzt echt bitter aus, was hier alles angreift. Bulgarien legt auch los. Also das sind jetzt hier mehrere Koalitionen. Brandenburg ist jetzt auch beigetreten. Braucht aber wahrscheinlich noch ein paar mehr Partner, um den Krieg zu starten. Nein, ich könnte, wenn wir dies wollten, die Koalition lostreten und vielleicht, wenn ich bitte, nett bitte sage beim Kaiser, wäre der sicher bereit, mit beizutreten. Werde ich aber im späteren Verlauf erst tun können. Na gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, die euch beantworten können vielleicht? Naja, nö, also falls ihr jetzt keine Neuigkeiten mehr habt, wer ist das eigentlich? Höchstens noch, was die Religion angeht, wie das aus Brandenburg da gesehen wird, dass sich langsam der protestantische Glauben da, ja, es ist sozusagen schon vor den Toren von Berlin angekommen. Wie wird denn das aufgenommen? Wir haben
aber vor kurzem uns wenige Einblicke in den Humanismus geben lassen. Und deswegen sehen wir das momentan nicht mehr so besorgt wie vorher. Also leben und leben lassen. Dies ist richtig. Teilt der Kaiser diese Auffassung? Mit ihm habe ich da noch nicht drüber gesprochen, aber denke, in nächster Zeit könnte man mit ihm sicher darüber reden. Beobachte hier gerade eine Schlacht von Russland gegen die Koalition. Wird relativ knapp, aber ich glaube, Russland unterliegt. Na gut, dann bedanke ich mich für den Einblick und vielleicht finden wir irgendwo anders noch raus, was da passiert ist. Vielleicht können wir ja mal mit Bulgarien sprechen. Wer spielt nochmal in Bulgarien? Wo ist es hier? Die Liste ist lang. Der ist heute, Ich glaube, kommt Bulgarien später. ist momentan nicht Ach so so, gut. das Der ist die Herrscher KI. hat, glaube ich, heute seinen Badetag. Ach so. Badetag. Aber ich glaube nicht, dass er baden geht bei dem Geruch, der darüber schwappt. Wir haben sie vor kurzem rivalisiert, deswegen sieht es als Genugtuung, Beleidigung, ihn gegenüber auszusprechen. Nun Gut, gut, dann danke für dann den auf Einblick dann. und lebt wohl. Gut, wen könnte man sonst noch fragen? Wer könnte das noch wissen, was da bei Brandenburg, bei Russland passiert ist? Vielleicht können wir ja mal mit Kara Koyunlu sprechen. Die sind durchaus auch in der Nähe, ja. Die haben, naja, die scheint die Expansion von Russland nicht so sehr zu stören, aber vielleicht wissen sie zumindest, was passiert ist. Und da ist ja auch einiges los hier in Karakoyunlu. Ich gehe ihn dann holen. Danke. Der Herrscher der von Karakoyunlu lässt ausrichten, dass im Moment seine Herrschaftsgeschäfte wohl leider vorangehen, bevor er Fragen von Kundschaftern der Welt beantworten will. Okay. Ja, dann können wir vielleicht mal mit dem Sultan von Delhi sprechen oder vielleicht sogar mit allen, die da eventuell an dem Krieg gegen die Mandschurei beteiligt wären. Abgesehen von Karakorino und die jetzt anscheinend keine Zeit haben. Vielleicht können wir ja da in Erfahrung bringen, wie da der Zeithorizont aussieht. Wann es losgeht. Das wären dann also Delhi, die Bengalen und Naja, ja, Karakoyunlu kann ja jetzt nicht, hat er schon gesagt. Aber ich sehe auch gerade, dass die Uhr sagt, dass es schon fast wieder vorbei ist. Dann halten wir uns das für die nächste Folge und machen hier erstmal eine Pause. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.